Bei Agrolein Bioprodukt züchten wir Trichogramma Schlupfwespen für eine Maisfläche von 70.000 Hektaren. Die Nützlinge werden eingesetzt gegen den wichtigsten Maisschädling, den Maiszünsler. Trichogramma-Eier, die wir hier züchten, werden in Maschinen in Kugeln geklebt und mit Drohnen im Feld abgeworfen. Mit dem neuen Standort haben wir jetzt auch ein Mikrobiologie-Labor eingerichtet, wo wir Qualitätskontrollen von unseren Produkten machen können, unter anderem von den Pilzgerstenprodukten, aber auch von Nematoden, damit wir so schnell wie möglich die Produkte zum Kunden bringen können. Eine weitere Massnahme, um den Pflanzenschutzmitteleinsatz zu senken, sind Fallen. Hier gibt es digitale und manuelle Fallen. Man hat einen Duftstoff, den man entfallen tut, ein Pheromon sagt man dem, der den Schädling anlockt. Die bleiben dann auf einer Klebfläche kleben. Das sieht etwa so aus.